Es gibt viele Leute, die sagen, hey, wieso ziehst du nicht auf Zürich? Ist doch viel cooler, viel lebendiger. Kannst viel mehr ausgehen, kannst mehr erleben oder so. Oder wieso gehst du nicht auf Bern? Ist doch viel herziger mit den schönen Lauben und dem Bärengraben. Ja, schau, Langenthal ist vielleicht schon ein missratenes Dorf, das so ein bisschen, ja, möchte gerne Stadt ist und so. Aber es ist meine Stadt, verstehst du? Ich bin hier geboren, hier aufgewachsen, meine Leute sind da. Man sagt ja, it's the people who make the place. Und wegen dem ist Langenthal für mich schon da, weißt du? Wir bekommen nicht so easy auf die Seite. Okay, vielleicht wenn man so einen riesen Bagger hat. Und somit herzlich willkommen! Jedes Mal, wenn ich rede, kommt der Typ mit seinem Bagger vorbei. Also hier nochmal unsere Wohnung, da wohnen wir. Und unsere Nachbarschaft ist wirklich so Multikulti. Von allen Nationen haben wir Menschen da. Vor allem hier in diesem blauen Block. Man sagt ja von Langenthal, dass wir die absolute Durchschnittsstadt sind von der Schweiz. Auch es scheint wie eine Stoppstrasse, keine richtige Lok. Das ist nicht der Bus. Das ist der Bus. Da bin ich vielleicht mal zu Waldhof. Also, warte, das ist noch ein Schwabsteller. So, jetzt sind wir jetzt mit in der Stadt. Ihn interessiert es schon mal. Das ist schon mal eine gute Sache. Und das ist Langenthal, wie du siehst, gemischt. In Langenthal gibt es so mehrere Treffpunkte, wo man ein bisschen chillen kann, seine Kollegen kann treffen und so. Und ein Beliebter ist der Mac, da hinter mir. Etwas, was man weiss, wenn man selber Tamilien ist, ist, dass in jeder Küche, und zwar auch in der Küche von McDonalds, mindestens ein Tamil oder ein Tamilien ist. Promise. Und ich sehe schon etwas. Komm, wir kriegen. So, wir kriegen. Ich bin mit seinen Kindern aufgewachsen quasi. Und meine Mutter ist sehr guter Freund. Ja, stimmt ab, danke schön. Also, tschüss. Wenn ich etwas behaupte, dann habe ich auch Beweis. Und wegen dem lasse ich jetzt einfach steinhart mal ins Coop-Restaurant rein. Hallo, Gumar Mama. Hallo. Wie geht's? Gut. Bye. Man kennt sich in Langenthal. Das ist der Bären. Das ist meistens die Schickimicki-Laden. Hier gibt es höchstens mal einen Blick rein. Aber drinnen sein will ich nicht unbedingt, weil ich fühle mich nicht so, so wohl. Wir sind jetzt gerade hier auf der Marktgasse. Das ist die lebendigste Straße von Langenthal. Es geht ab wie ein Zäpfchen. Schau mal. Langenthal. Oh nein, ich habe keine Kollegen. Es gibt niemanden, der mich ständig im Leben begleitet. Aber ich habe einen Bagger. Das war meine Stadt gesehen, das war Langenthal. Zum Abschluss gehen wir jetzt ein Käffeli und vielleicht noch etwas zum Essen. Aber wir nehmen uns noch Wunder, was deine Serie ist oder dein Dorf. Schreib es doch in die Kommentare rein und wir genießen jetzt ein kleines Päuschen. Einverstanden? Ich bin zwischen zwei Stoppschildern.